In diesem Video geht es jetzt um die Ähnlichkeit bei Dreiecken, genauer gesagt um die Ähnlichkeitssätze. Zwei Dreiecke sind zueinander ähnlich, wenn eines davon kleiner oder größer als das Original ist. Und um das zu zeigen, wie Dreiecke ähnlich zueinander sind, gibt es vier Ähnlichkeitssätze. Die sind sehr, sehr ähnlich zu den Kongruenzsätzen. Es gibt hier einen SSS-Satz, einen WW-Satz, SWS und Groß-S, Klein-S, Groß-W-Satz. Und die gehen wir jetzt nach und nach durch. Der SSS-Satz. Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn sie im Verhältnis ihrer Seiten übereinstimmen. Das heißt, hier im linken roten Dreieck habe ich jetzt mal die Seiten hingeschrieben. A gleich 3 cm, B gleich 4 cm und C gleich 5 cm. Beim anderen Dreieck, die entsprechenden Seiten natürlich, ist hier A' gleich 6 cm, B' gleich 8 cm und C' gleich 10 cm. Wenn wir jetzt das Verhältnis bilden von den entsprechenden Seiten, das heißt A' zu A wäre 6 zu 3, also gekürzt 2 zu 1. B' zu B wäre 8 zu 4, also wiederum gekürzt 2 zu 1. Und bei C' zu C, 10 zu 5, kommt wieder 2 zu 1 raus. Das heißt, diese Verhältnisse hier stimmen überein. Ich könnte natürlich auch das Verhältnis A zu A' anschauen. Das macht keinen Unterschied. Zweiter Satz. Zwei Dreiecke sind ähnlich zueinander, wenn sie in zwei Winkeln übereinstimmen. Das heißt, in meinem Dreieck schaue ich mir zum Beispiel diesen Winkel an, Alpha. Der muss genauso groß sein wie hier der entsprechende Winkel Alpha Strich. Zudem noch ein zweiter Winkel, zum Beispiel hier Beta. Der muss genauso groß sein wie Beta Strich. Also diese zwei Gleichheiten gelten hier. Natürlich ist dann der dritte Winkel auch gleich groß. Und ich könnte das auch anhand von zwei anderen Winkeln überprüfen. Also zum Beispiel, ich überprüfe Alpha und Alpha Strich und Gamma und Gamma Strich. Das geht genauso. Der SWS-Satz. Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn sie im Verhältnis zweier Seitenlängen und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen. So, was heißt das jetzt? Hier ist jetzt mal die Streckenlängen von B und B' markiert. Hier bilde ich das Verhältnis. Also B' zu B und C' zu C oder andersrum, ich habe es jetzt hier mal andersrum geschrieben, B zu B' und C zu C'. Das muss gleich sein. Jetzt ist es aber so, dieser Winkel hier, Alpha, der hier eingeschlossen wird von den beiden Seitenlängen oder von den beiden Seiten, der muss gleich groß sein wie der Winkel Alpha'. Und aus diesen zwei Sachen kann ich dann sofort folgern, diese zwei Dreiecke müssen ähnlich sein. Also, Verhältnis zweier Seitenlängen muss gleich sein und der eingeschlossene Winkel muss auch übereinstimmen. Letzter Satz, Groß-S, Klein-S, Groß-W-Satz. Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn sie jetzt im Verhältnis zweier Seitenlängen wie vorher und jetzt wird es anders, dem der jeweils größeren der beiden Seiten gegenüberliegenden Winkel übereinstimmen. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber wir zeigen es mal. Seitenverhältnis wie vorhin, B zu B' und C zu C'. Und jetzt schauen wir uns an, welche von diesen zwei Seiten, die wir hier in Bezug gesetzt haben, also B und C, welche davon größer ist. Wir sehen, die Seite B ist größer. Das heißt, der gegenüberliegende Winkel von der Seite B ist ja Beta. Der muss genauso groß sein wie hier Beta Strich. Wenn das der Fall ist, dann sind diese zwei Dreiecke ähnlich zueinander.